Die Stadt Duisburg musste über das Wochenende 16 weitere Todesfälle infolge einer Corona-Infektion melden. Seit Ausbruch der Pandemie sind damit bislang 173 Duisburger an oder mit einer Corona-Erkrankung verstorben. Seit letztem Freitag sind zudem 552 neue Infektionen mit dem Coronavirus labortechnisch nachgewiesen worden. Die Summe der bislang gemeldeten Fälle steigt damit auf knapp 11.000. Rund 1.200 Duisburger gelten als akut infiziert. Die wichtige 7-Tage-Inzidenz, die über mögliche Maßnahmen entscheidet, ist wieder steigend und liegt aktuell bei 244,6. Vor dem Bethanien-Krankenhaus in Moers ist am Freitagabend wohl ein Familienstreit eskaliert. Beim Streit von drei Verwandten soll ein 25-Jähriger mit einer Waffe auf seinen Schwager geschossen und ihn am Oberschenkel getroffen haben. Der Vater des Schützen soll dazu mit einem Baseballschläger auf den Verletzten eingeschlagen haben. Der schwer verletzte Mörser kam zur stationären Behandlung direkt in das Krankenhaus. Die beiden Angreifer wurden wegen des Verdachts des versuchten Totschlags einem Richter des Amtsgerichts Moers vorgeführt. Eine Mordkommission der zuständigen Polizei Duisburg hat die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat aufgenommen. Die Rheinbahn bietet wegen der Ausbreitung des Coronavirus vorübergehend keine nächtlichen Fahrten am Wochenende mehr an. Ab Freitag, den 4. Dezember, entfällt bis auf Weiteres das zusätzliche Nachtangebot von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag. Das betrifft auch die Stadtbahnlinie U79, die zwischen Duisburg und Düsseldorf verkehrt. Wann das Nachtangebot wieder aufgenommen wird, soll kurzfristig entsprechend der Maßnahmen von Bund und Ländern beschlossen werden. Die VHS Duisburg muss aufgrund der neuen Corona-Schutzverordnung alle seit Anfang November unterbrochenen Kurse komplett absagen. Die Fortschreibung der Kontaktbeschränkungen ließe keine Wiederaufnahme der Kurse zu, so die VHS. Über Erstattungen werden die Teilnehmer gesondert informiert, diese müssen aber nichts weiter unternehmen. Das Frühjahrssemester wird wie geplant im Februar mit den Online-Veranstaltungen beginnen. Der Start der meisten Präsenzveranstaltungen wurde auf Anfang März gelegt. Der AWO Ingenhamshof hat seinen Weihnachtsbaumverkauf für den guten Zweck gestartet. Täglich von 10 bis 16 Uhr werden die Tannen direkt auf dem Meidericher Hof verkauft. Die Erlöse aus dem Verkauf fließen direkt in die Arbeit auf dem Lernbauernhof. Gegen einen kleinen Aufpreis besteht die Möglichkeit, sich den Baum nach Hause bringen zu lassen. Nach dem wechselhaften Start in die neue Woche hier in Duisburg geht es am Dienstag ungemütlich weiter. Den ganzen Tag lang bleibt es grau und immer wieder kommt auch Regen dazu. Es wird tagsüber wieder etwas wärmer, bei Höchstwerten von 8 Grad. Der Mittwoch zeigt sich voraussichtlich trocken, die Wolken bleiben aber. Den ganzen Tag bedeckt und ohne Sonne schafft es das Thermometer auf maximal 5 Grad. Auch am Donnerstag hat es die Sonne weiter schwer. Die Wolken bleiben dominant. Ab dem Nachmittag droht auch wieder Regen. Die Werte kommen weiter auf maximal 5 Grad. Der Verkehr bei Studio 47 wird Ihnen präsentiert von Ihrem Subaru-Autohaus Wingenter in Neumühl. Autofahrer aufgepasst, die Duisburger Ordnungshüter kontrollieren morgen unter anderem auf der Düsseldorfer Straße in Wannheimer Ort und auf der Neidenburger Straße in Wedau die Geschwindigkeit. Baustellen behindern dazu zum Beispiel in Hamborn die freie Fahrt. Hier gibt es eine Teilsperrung auf der Straße im Holtkamp. Die ist aktuell von der Schlachthofstraße aus in Fahrtrichtung Wertstoffhof als Einbahnstraße ausgeschildert. In Fahrtrichtung Schlachthofstraße wird die Straße im Holtkamp ab dem Wertstoffhof zur Sackgasse. Ende April soll der Weg hier erst wieder frei sein. Und in Homberg gibt es Einschränkungen auf der Lindenstraße. Die ist aktuell im Bereich zwischen der Luisenstraße und der Kirchstraße dicht. Hier werden neue Fernwärmeleitungen verlegt. Ende Dezember sollen die Arbeiten beendet sein. Studio 47 wünscht eine sichere und staufreie Fahrt.